Der Gaza-Kunstpreis, der findet schon seit Jahren in der Berlinischen Galerie statt. Wir haben ihn thematisch neu ausgerichtet und er wird an Künstler und Künstlerinnen verliehen, die sich mit Grenzbereichen befassen, nämlich mit den Grenzbereichen zwischen Kunst, Wissenschaft und Technik. Das Besondere an der Arbeit von Nick Novak ist, dass er sich schon seit langem mit mobilen Soundsystemen befasst. Das hört sich jetzt sehr abstrakt an, ist aber sehr spielerisch und sehr konkret. Ich bin gebürtiger Mainzer, komme aus dem Rhein-Main-Gebiet, lebe seit 2001 in Berlin und meine, sagen wir mal, Heimat hat viel mit Panzern zu tun gehabt, weil in Mainz die größte Panzerfabrik außerhalb der USA platziert war. Eigentlich ist man aufgewachsen, ohne einen Krieg unmittelbar zu erleben, aber dann eben doch die Gleichzeitigkeit von Krieg und Frieden über die Maschinerie auch als Kind schon in seiner Schizophrenie wahrnehmen zu können. Im Prinzip findet man in jedem Element der Ausstellung dieses Motiv wieder. Also die erste Drohne gibt ein direktes, gerichtetes Echo dem Besucher zurück, sodass man nur in einem bestimmten Bereich, in einem extrem gerichteten Bereich, sich selbst wieder hört mit einer leichten Verzögerung. Die andere Drohne überträgt den Klang, den sie sich erspäht, auf ein großes Soundsystem, auf so eine Art Mast, auf so eine Art Sendemast. Also das, was man vielleicht leise spricht oder in einem privaten Gespräch erzählt, dann in die Halle gehallt wird. Und gleichzeitig überträgt sie ihren eigenen mechanischen Klang auf eine große Lautsprecherwand, die am Anfang der Halle platziert ist. Seine Elemente erinnern vielfach an Spielzeug, aber die Botschaft ist natürlich eine sehr ernste, die sich auch durchaus verbinden lässt mit den aktuellen NSA-Skandalen, mit dem Abhören, mit der Frage nach dem Privaten, nach dem Öffentlichen, nach Dingen, die man öffentlich macht oder lieber doch geheim halten möchte. Wir haben hier jetzt quasi autonome Roboter gebaut, die wirklich sich unabhängig von einer menschlichen Steuerung bewegen können und Menschen erkennen können und ansteuern können. Das eigene Verhalten zur Maschine und die Resonanz der Maschine spielen dabei eine Rolle. Sagen wir mal, das ist vielleicht das, was man viel öfter machen müsste, dass man wirklich mit der Technologie spielt, bis man versteht, mit was man es eigentlich zu tun hat, bevor man sie bewaffnet und in die freie Wildbahn setzt. Dann hat man die Malerei Echo, ein Bild von Alexandre Cabanel, das eigentlich im Metropolitan Museum hängt. Und zwar habe ich das über einen Internet-Service anfertigen lassen. Das heißt, es ist quasi die Kopie von der Kopie, die sich dann im Endeffekt dann hier wieder als Malerei, als Realität offenbart. Diese Echo-Nymphe war verdammt dazu, nur noch den letzten Satz oder Halbsatz oder Wort wiederholen zu können, der zu ihr gesprochen wurde. Ähnelt so total dieser einen Drohne. Wenn man hinter den Turm geht, hinter den Sendemast, kommt man in so eine Art schalltote Kammer oder in einen reflexarmen Raum, in dem man ein Schild findet, worauf Delete geschrieben steht, was ein Kunstwort ist, eine Wortkreation, eine Mischung aus Delete und Lete, dem Fluss des Vergessens. Die Installation von Nick Novak, die wir jetzt hier in der Berlinischen Galerie zeigen, ist die erste, die explizit mit dem Sound arbeitet, mit Geräuschen. Und das ist ein absolutes Novum und das war auch die große Herausforderung für den Künstler, mit diesem sehr langen und sehr hohen Raum sich auseinanderzusetzen. Denn der verlangt natürlich auch ganz besondere Steuerungen, ganz besondere Überlegungen, wie man eben tatsächlich dann mit dem Raum hier umgeht. Zur Eröffnung haben wir einmal diesen Raum komplett aktiviert, also quasi ein endloses sich aufschaukelndes Echo produziert und dieses gesamte Potenzial von diesem mächtigen Soundsystem aktiviert.